Es war bei uns allen ein wichtiger Teil der Kindheit. Wir haben stundenlang damit Zeit verbracht und konnten, sobald wir einmal angefangen hatten, einfach nicht mehr aufhören. Richtig, Pizza essen. Aber darum soll's heute natürlich nicht gehen, sondern um die Kultmarke Nintendo. Los geht's! Nummer 5. Nintendo ist einer der ältesten Videospielhersteller der Welt. Die Firma wurde im 19. Jahrhundert, genauer gesagt 1889, gegründet und fing damals ihre Karriere damit an, Hanafuda, zu Deutsch Blumenkarten, herzustellen. Das waren kleine Spielkarten für Kinder. In vielen Collectors Editions von Nintendo-Spielen werden heute oft diese alten Karten als kleines Gimmick beigelegt. Und die Nummer 4. Miyamoto ist Nintendos berühmtester Spieleentwickler. Er erschuf Kultcharaktere wie Mario, Link oder auch Donkey Kong. Das erste Spiel, welches Miyamoto auf dem NES veröffentlichte, schaffte es aber nie auf den amerikanischen Markt. Das Spiel nennt sich Devil World und ist im Prinzip einfach nur ein Pac-Man-Klon, in dem man nicht gegen Geister, sondern gegen Dämonen kämpft. Indiziert wurde das Spiel, weil man dort mit Kruzifixen und Bibeln die Dämonen tötet. Komisch, und ich dachte immer, die Amis stehen auf sowas. Weiter geht's mit der Nummer 3. Im Jahr 2007 veranstaltete eine Radiostation in Sacramento, der Hauptstadt Kaliforniens, einen Wettbewerb mit dem schwungigen Titel Hold Your Pee for a Wii. Man musste also versuchen, eine Zeit lang nicht zu pinkeln, um eine Wii zu gewinnen. Der Teilnehmer, der es schafft, am meisten zu trinken, ohne auf die Toilette zu müssen, sollte den Wettbewerb gewinnen. Das Ganze nahm allerdings ein sehr tragisches Ende, als die 28 Jahre alte Jennifer Strange an einer Wasservergiftung starb. Wie bitter ist das denn? Nummer 2. Nintendo ist vor allem dafür bekannt, tolle familienfreundliche Spiele zu entwickeln. Dabei mischt sich die Marke noch in ganz andere Bereiche des Lebens ein. Unter anderem auch den Sport. Die Sportmannschaft The Seattle Mariners wurde von Nintendo gekauft und wird von Nintendo of America CEO Howard Lincoln geführt. Damit ist Nintendo der einzige Spielehersteller, der ein eigenes Baseballteam besitzt. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Donkey Kong, Mario und Prinzessin Peach sind alles Figuren, die wir schon seit langem in unser Herz geschlossen haben. Der Erfinder dieser Figuren ließ sich damals von einem Cartoon inspirieren, den wir alle kennen. Popeye. Denn nachdem Nintendo nicht die Markenrechte bekam, um ein Popeye-Videospiel zu entwickeln, fingen sie damit an, ihre eigenen Charaktere zu designen. Und so entstand Mario und Co. Jetzt könnt ihr euch noch 5 krasse Spielemythen anschauen. Dazu einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao.